Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie auch herzlich zum dritten Mal. Ich sehe, dass es nicht unbedingt viele Kontinuitäten gibt unter denen, die jetzt hier anwesend sind. Aber ich bitte doch um Verständnis, dass ich gerne anschließen möchte an das, was ich vorher schon versucht habe und auch heute gerne versuchen möchte, es ein bisschen zu runden und zusammenzufassen, was ich insgesamt eigentlich meine. Und wir hatten eben begonnen mit diesem schon eben nochmal zitierten Thema Christentum und Reinkarnation. Und da könnte man vielleicht drauf kommen zu sagen, jedenfalls tun das viele Leute, die mit Reinkarnation umgehen. Das bezieht sich sehr stark oftmals auf die Vergangenheit, also auf die Frage, wie jemand vielleicht bewegt, wer war ich mal oder woher kommt aus der Vergangenheit, was ich jetzt erlebe. Ich persönlich gestehe ehrlich, dass ich das überhaupt nicht das Wichtigste an den Gedanken finde, sondern die Zukunft ist immer interessanter als die Vergangenheit. Und trotzdem, wir fragen uns ja oft bei vielen, vielen Dingen, die uns begegnen und beschäftigen, woher kommt das? Ohne vielleicht genau zu wissen, was wir mit dem Woher dann meinen. Und wenn man mit diesem Gedanken eben lebt, der Reinkarnation, dann hat man ganz viele Hilfen, sich vorzustellen, dass manche Dinge, mit denen man in der Gegenwart nicht fertig wird, ihr Woher möglicherweise und ihre Unerkennbarkeiten in der Vergangenheit haben mögen. Und das auch nur probeweise zu denken, hilft einem manchmal schon. Das Zweite, was ich im Blick hatte in diesen drei Vorträgen, ist die Gegenwart, wo man sich die Frage stellt in Bezug auf alles Mögliche, das einen bewegt und was heute, glaube ich, im Vordergrund vieler Menschen und ihrer Fragen stehen, gerade auch junger Menschen, wie ich schon oft gehört und erfahren habe, was ist eigentlich die Wirklichkeit? Und wo sind die Maßstäbe dafür zu erkennen, was ist eigentlich das Ganze von dem, was ich erlebe und sehe? Auch da kann man mit der Idee der Reinkarnation sich sehr viel helfen, weil man, wenn man da durchdrungen ist von der Wahrheit dieses Gedankens, ja immer nur einen Ausschnitt hat von dem, was man eigentlich zum Beispiel mit einem Menschen, auch mit sich selbst zu tun hat und überhaupt in der Welt zu tun hat. Aber die Wirklichkeitsfrage ist ja heute überhaupt auch unabhängig von diesem großen Zusammenhang für viele Menschen ein Problem. Wann habe ich noch den Eindruck, das, was ich jetzt erlebe, ist wirklich real? Und wie oft ist es gesättigt mit allem Möglichen, was die Realität gar nicht richtig erfasst? Alles, was mit der Technik zusammenhängt. Ob es jetzt meine Stimme ohne, ich glaube, es ist eine Verstärkung, oder? Das kommt mir so vor. Sehen Sie? Kann ich auch nicht erkennen, was die Wirklichkeit ist. Hier habe ich so ein kleines Echo, sodass ich dachte, Sie haben doch irgendwo eine Technik eingestellt, aber haben Sie nicht. Danke. So diffizil ist das mit der Frage, denn die ich weiß nicht, ob Sie das sich noch erinnern, wenn Sie das erste Mal vielleicht, ich kann mich noch erinnern, als es die ersten Anrufbeantworter am Telefon gab, was für einen Schreck ich gekriegt habe, wie ich selber spreche und dass ich meine Stimme überhaupt nicht erkennen konnte auf diesem Band. Also das ist auch schon mal ein Beispiel davon, was ist eigentlich die Wirklichkeit, wo sieht man die eigentlich noch? Und wir hatten dann in Bezug auf die Gegenwart, und das lag mir und liegt mir ganz besonders am Herzen, waren wir auf die Frage nach dem Bösen gekommen und auf dem Erkennen des Bösen als dem Eigentlichen, was man als Mittel hat, damit fertig zu werden, denn wenn man es nicht erkennt, dann fällt man immer drauf rein. Dafür haben wir ja in unserer Zeit unendlich viele Beispiele. Und da sind wir letztes Mal eben auf Hannah Arendt gekommen und eingegangen mit ihrem ganz neuen und für mich sehr begeisternden Begriff des Gewissens als des Instrumentes, mit dem der Mensch zwischen Gut und Böse lernt zu unterscheiden und sich auch selber dann zu entscheiden. Das ist ihre große
ihr großes Anliegen gewesen. Das kann ich jetzt und will ich jetzt nicht wiederholen, aber das war hauptsächlich unser Thema das letzte Mal. Wie können wir und ist die Macht des Bösen nur eine oder sind es mehrere? Und ich habe das dann hingeführt auf die Apokalypse, das 13. Kapitel, das eben zusätzlich zu dem, was man in der Anthroposophie lernen kann, dass das Böse ein Doppelantlitz hat und nicht mehr einfach nur in der Dualität von Gut und Böse zu verstehen ist, sondern dass in der Anthroposophie das Böse so geschildert wird und wirkt, dass das Gute in der Mitte immer zwischen zwei Extremen ist. Und das habe ich dann hingeführt auf drittens eben dieses Kapitel in der Apokalypse, wo die Macht des Bösen tatsächlich trinitarisch auftritt. Als eine Art Karikatur der göttlichen Trinität natürlich gemeint, ein dreifaches Böses. Damit hatten wir uns das letzte Mal beschäftigt. Und ich möchte gerne heute einen Zukunftsaspekt dazu noch stellen, weil ich gerne heute ausführlicher über die Apokalypse sprechen möchte. Wie ist es denn eigentlich mit der Zukunft? Und da möchte ich zwei Motive nennen als Fragen gegenüber der Zukunft. Das erste ist, mir scheint eine Weltanschauung, auch eine Weltreligion, für die wir ja alle heute natürlich offen sind und voller Verständnis immer erstmal hören, was denkst denn du, sich ganz gewaltig daran für mich immer unterscheidet, findet man einen Sinn in dem Ganzen der Weltgeschichte oder Weltentwicklung oder ist es Zufall? Also die Sinngebung in Bezug auf die Zukunft ist eine ganz entscheidende Frage. Und die hängt zusammen mit dem zweiten Motiv, was eben auch uns gegenüber der Zukunft ganz stark beschäftigen kann, in der täglichen Zukunft, aber auch der Zukunft vielleicht am Ende der Tage, wenn man an die Apokalypse denkt. Das ist, gibt es ein Ziel? Also gibt es einen Sinn und gibt es ein Ziel? Und mich hat da immer schon seit vielen, vielen Jahren sehr bewegt, der 39. Psalm in seiner Vertonung in Brahms Requiem. Herr, lehre mich, du mich trachten, dass ein Ende mit mir haben muss, ist die eine Seite, ein Ende, und dass mein Leben ein Ziel hat. Und ich habe mir schon immer früher und immer noch Gedanken gemacht, was für ein unglaublicher Unterschied das ist, ob ich bei irgendetwas, was ich gerade tue, was ich vorhabe, was ich als mein Projekt, als meine Aufgabe ansehe, ob ich ein Ziel habe auch in meinem Leben oder in einer Beziehung mit einem Menschen oder ob ich davon ausgehe, dass es halt irgendwann mal endet. Das ist ein unglaublicher Unterschied auch im täglichen Leben. Und die Zielgerichtetheit oder das Setzen eines Zieles ist eine der großen Aufgaben, auf die wir immer wieder gekommen sind und auch heute wieder kommen werden, des menschlichen Ich. Sich ein Ziel zu setzen, aus der Zufälligkeit in einen Sinn hinein, sich selber zu bewegen und dorthin zu streben, unter allem Möglichen, was man da auch an Scheitern immer erlebt, ist ja klar, ist eine riesige Unterscheidung. Oder ob eigentlich alles, was ich erlebe, ich weiß nicht so recht, kann so oder so sein oder ausgehen, das gibt keine Kraft. Die Zielgerichtetheit. Und damit sind wir, und die Weltreligionen haben eben ganz verschiedene Ziele. Das steht Ihnen sicher gleich vor Augen, wenn ich das auch nur anrühre im Thema. Und bei dem Christentum gibt es eben da eine Hilfe, das Ziel zu erkennen, in dem letzten Buch der Bibel, in der Apokalypse. Und ich möchte mir erlauben, ich mache jetzt eine persönliche Bemerkung, dieses Buch ist irgendwie mein Schicksal geworden seit Jahrzehnten. Ich lebe da Tag und Nacht drin in diesem Buch. Und ich möchte das gerne ausnutzen, dass ich vor Ihnen sprechen darf, darüber ein bisschen etwas auszuführen. Ich habe gehört, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, das wissen Sie,
ich meine jetzt diejenigen, die hier studieren, ob das Buch der Apokalypse überhaupt im Theologiestudium noch vorkommt und wenn ja, wie? Das weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, dass es jedenfalls jahrzehntelang relativ unerheblich eine Rolle gespielt hat im Studium. Und ich kann mir auch denken, warum, aber mich hindert das nicht, dieses Buch ernst zu nehmen. Und ich möchte sehr gerne Ihnen davon etwas vermitteln, warum das für mich ein ernstzunehmendes Buch ist. Nun, es heißt ja im Volksmund das Buch mit den sieben Siegeln und es hat ja auch sieben Siegel. Und es ist ganz außerordentlich versiegelt und es ist überhaupt nicht einfach, hinter diese Siegel zu kommen und sie zu öffnen. Es kommt ganz darauf an, welche Schlüssel man dafür findet und welche Instrumente. Ich habe mich schon dazu bekannt und will es nochmal wiederholen, gerade auch im Kontext meiner Begeisterung für Hannah Arendt, überhaupt nicht jemand, der an mystische Sachen zu glauben bereit ist, sondern ich möchte einfach das immer nur glauben, was ich auch denken kann. Und darum ist diese Beschäftigung mit diesem Buch, mit den sieben Siegeln, auch eine, die niemals abgeschlossen ist, auch für mich nicht, wo ich ständig noch an der Arbeit bin und immer noch Neues entdecke. Und ich nehme aber wahr, dass es einen riesigen Widerspruch in unserer Gegenwart gibt, den ich auch schon gestreift habe letztes Mal, dass nämlich von Seiten der Theologie oder der Kirchen oder wie man sagen soll, des religiösen Lebens allgemein relativ wenig über die Apokalypse zu erfahren ist, während unser ganzes kulturelles und Medienleben vollkommen erfüllt und gesättigt ist mit apokalyptischen Zeichen und Bildern. Das ist in der Welt bekannt. Ich habe mir jetzt angewöhnt, das können Sie auch mal versuchen, letzte Woche auch mit Hinblick auf die jetzige Zeit, da parkte in der Straße, in der ich wohne, einer mit der Nummer 666. Und er stieg gerade aus seinem Auto aus und habe ich ihn gefragt, warum fahren Sie diese Nummer? Ja, ich weiß es auch nicht, die hat man mir gegeben, ich weiß auch gar nicht, was es bedeutet. Und dann dachte ich, dann ist ja gut, dann sage ich es ihm auch nicht, was es bedeutet. Also die Zahl 666 als Autonummer, sehr beliebt, manchmal auch 4-6, was dann ja überhaupt nichts bedeutet. Oder als Hausnummer, habe ich gehört, in New York gibt es ein Haus in der berühmten Straße mit der Nummer 666, wo man gerne wohnen möchte. Oder dann, auch im Wirtschaftsleben, ist mir das neulich in einer Zeitschrift begegnet, da spricht man einfach von den vier apokalyptischen Reitern. Man erklärt zwar nicht, was es ist unbedingt, aber man tut so, als sei das eigentlich bekannt. Also ich bin da nicht tiefer eingestiegen. Jedenfalls, die Welt, die Medienwelt und die Science-Fiction-Filme sowieso sind ja voll von diesen ganzen Symbolen und die sind fast alle beängstigend. Die haben fast alle mit dem Bösen zu tun, mit Weltuntergang und Chaos und Tod und Verderben. Das ist aber nicht das Buch der Apokalypse. Das hat ungefähr, um es mal cool auszudrücken, 90% aller Bilder und Vorkommnisse in der Apokalypse des Johannes sind positiv. Ganz interessant, sich das mal klar zu machen. Und dann ist es natürlich auch noch bekannt als ein Buch, das Sekten besonders gerne haben. Ich hoffe nicht, dass Sie mich unter diese Überschrift setzen, weil ich ein Sektenangehöriger wäre, würde ich mich für die Apokalypse interessieren. Im Gegenteil, ich möchte dieses Buch gerne wieder in ein Zentrum stellen. Warum? Um die Gegenwart und die Zukunft und den Menschen und das Göttliche in der Welt wieder denken zu lernen, besser. Ein positives Bild gibt es übrigens auch in unserer Kulturwelt. Das ist tatsächlich, man sollte es nicht glauben, das Europazeichen. Der blaue Grund mit den 12 Sternen in der Runde kommt her von dem Kapitel 12, Apokalypse, das Weib mit der Sonne bekleidet, dem Kranz der 12 Gestirne um sich herum. Das ist interessant. Das ist ja ein positives Bild und stammt eben auch, keiner weiß es, aber es stammt aus der Apokalypse.
Es gehört eben mit zu den unglaublichen Verborgenheiten, die in diesem Buch sind. Da gibt sich jemand, der es geschrieben hat, große Mühe, gerade nicht verständlich zu machen, wovon er redet oft. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Und die Bilder sind vielschichtig und gegensätzlich und man braucht ganz, ganz lange Zeit, um dahinter zu kommen, um irgendwie eine Ahnung davon zu bekommen, was ist da eigentlich jetzt gemeint. Nun, was ist dieses Buch eigentlich in Wirklichkeit? Es sagt es von sich selber im ersten Kapitel, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Wie sie wahrgenommen worden ist durch Johannes, seinen Diener. Und es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als dass ich Ihnen von diesem Johannes auch ein bisschen bitte erzählen darf, als dem Autor der Apokalypse. Vorher möchte ich aber noch betonen, dass es sehr merkwürdig ist und auffällig ist, wenn man tiefer einsteigt, kommt einem das sofort zu Bewusstsein, der Riesenunterschied zwischen den Evangelien und der Apokalypse des Johannes. Also die Evangelien sind, wenn ich das mal so ausdrücken darf, die Geschichte des Heiles der Menschheit oder sagen wir der Christenheit, bescheidener. Die Heilsgeschichte, wie sie dahin führt, wie sie schließlich geschieht, welche Wirkungen, welche Bilder, welche Vorgänge und Nachwirkungen sie hat. Die Apokalypse ist überhaupt nicht der Bericht über das Erdenleben Jesu Christi. Der kommt nur ein einziges Mal namentlich überhaupt vor in der Apokalypse. Es ist ein Prophetenbuch, es ist das Buch der Zukunft. Und es hat viel mehr Verbindung mit dem Alten Testament und dessen Prophetenbüchern als mit dem Neuen Testament. Es gibt auch ganz viele Zitate aus dem Alten Testament in der Apokalypse. Die Propheten zum Beispiel, das berühmteste ist vielleicht das sogenannte Viergetier. Das kommt ja im Evangelium überhaupt nicht vor. Die vier Evangelisten werden unter dieser Imagination dargestellt. Also der Engel, Mensch, der Stier, der Löwe und der Adler. Aber das kommt natürlich aus dem Alten Testament und ist eine Imagination von daher. Das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele Motive, Bilder, Worte, Zitate in der Apokalypse aus dem Alten Testament. Es hat also viel mehr Verbindungen dahin als dahin. Außer durch den Autor. Und da möchte ich jetzt auch sehr gerne sagen, es ist das Prophetenbuch der Zukunft. Die Zukunft aber, und das möchte ich betonen, und das macht es eben gerade zu einem Nicht-Sektenbuch. Die Zukunft ist eigentlich nicht vorhersehbar, vorhersagbar, unter dem Prätext, dass der Mensch die Freiheit hat, kann ihm, darf ihm, vermag ihm niemand seine Zukunft vorherzusagen. Dann greift er nämlich in die freien Entschlüsse dessen ein, dem er das sagt. Und das macht auch sozusagen, Verzeihung, naiv gesagt, der liebe Gott nicht. Da, wo ich unter meinen Studenten schon seit vielen Jahren einen ganzen Semester lang Kurs über die Apokalypse gegeben habe, immer, haben mich die Studenten am Anfang immer gefragt, ja, wer wird denn am Schluss gerettet? Und waren dann immer tief betroffen, wenn ich ihnen gesagt habe, das weiß niemand, auch nicht der liebe Gott. Das muss offen sein, weil ich es selber mitentscheide. Und da gibt es natürlich die verschiedensten auch Möglichkeiten und zwischendurch Abirrungen und Fehler und was man alles machen kann und vielleicht dann doch, um sich zurückzufinden. Das kann man ja schon im täglichen Leben erleben, wie das ist. Es kann doch niemand mit hundertprozentiger Sicherheit das Ziel dieses Tages sagen. Er weiß doch gar nicht, was ihm alles unterwegs noch begegnet. Und was ihm vielleicht schief geht und was ihm hilft. Also ist eines der Ziele, jetzt, ich
brauche jetzt einen Schlüssel, nicht was da im Begriffe steht. Eines der Ziele der Apokalypse für die Menschheit, wenn ich sagen darf, ist die Freiheit. Die, wie ich meine, heute in besonderer Weise beginnt, weil die Freiheitsfähigkeit immer mit einer Krise beginnt. Krinen heißt ja unterscheiden und eine Krise macht mich erst fähig, dass ich sagen kann, ich will jetzt da lang gehen oder da lang gehen. Das heißt, Krisen sind immer was sehr Gutes. Die muss man immer begrüßen, weil sie Entscheidungen herausfordern. Und Entscheidungen, jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsbegriff, eine Entscheidung zu fällen, ist die höchste Fähigkeit des menschlichen Ich. Und da sind wir, glaube ich, in unserer Gegenwart in einer interessanten Etappe angekommen, weil natürlich große Krisen sind in der ganzen Welt, überall, auch in Bezug auf das Kirchenchristentum leben wir in einer Krise im Moment. Und wir müssen sehen, wohin sich was entscheidet und wie sich Menschen entscheiden und wie die Sache weitergehen wird. Und ich habe manchmal den Verdacht, oder ich würde das gerne vorschlagen, das mal so anzuschauen, bitte, dass wir vielleicht bisher auch innerhalb des Christentums als Christen gelebt haben von den Gaben, die uns da gegeben worden sind. Und dass wir heute merken, es fängt eine neue Zeit an, auch Gott gegenüber, dass wir in die Zeit der Aufgaben kommen. Dass das Geschöpf Mensch sich entwickelt zum Mitschöpfer. Und das heißt eben, wenn ich die Freiheit ergreife und wenn ich die Freiheit, so wie sie ja in der Biografie auch immer erst zu einem bestimmten Moment wirklich möglich ist und anfängt, erst der Freiheitsfähige zum Beispiel kann auch für seine Taten verantwortlich gemacht werden, vor Gericht. Das heißt eben, dass wir immer mehr, und ich finde, das merkt man jeden Tag ganz deutlich, verantwortlich werden, dass wir nicht mehr sagen können, warum lässt Gott das zu, sondern dass wir unsere eigenen Taten mehr und mehr, wir können das noch nicht richtig, aber wir sind dabei, es zu lernen, verantworten. Das ist eine Frucht der Freiheit. Und jetzt möchte ich gerne das einen Augenblick auf sich beruhen lassen. Und möchte Ihnen gerne etwas sagen über den Autor der Apokalypse. Und da muss ich jetzt wiederum Ihnen vielleicht etwas zumuten, was diejenigen, die jedenfalls hier studieren, so über die Apokalypse und den Autor vielleicht noch nicht gehört haben. Die Apokalypse ist, wenn ich das sagen darf mit meinem eigenen Begriff, ein Einweihungsbuch. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist eine Einweihung, dann könnte ich darüber ganz ausführlich sprechen, das will ich aber nicht. Aber ich kann darüber andeutend sprechen und es wird Ihnen bestimmt nicht nur ganz fremd sein. Die Antike ist ja voll von solchen Berichten und auch von Bildern und es gibt auch noch Stätten auf der Erde, die man angucken kann, wo sowas getan worden ist. Dass Menschen eingeweiht worden sind in die Geheimnisse Gottes. Und das Einfachste, wie ich das vielleicht jetzt erklären kann, ist, wenn ich Ihnen sage, wir haben das heute wieder nicht nur dort, aber auch da in den sogenannten Nahtodeserlebnissen. Wenn sie echt sind, ich weiß, dass nicht alle Nahtodeserlebnisse echt sind. Manche kommen auch von Medikamenten her. Aber da, wo sie echt sind, und ich habe solche schon miterlebt bei sterbenden Menschen, da bricht plötzlich ein neues Bewusstsein auf in dem Sterbenden und er sieht etwas, was er vorher nicht gesehen hat und kann es auch beschreiben. Zum Beispiel Verstorbene oder sein Engel oder irgendwas aus der Vergangenheit. Nun hat man in früheren Zeiten immer solche Stätten gehabt in der Antike, dass was hier in unserem Land
Das geografisch nächstgelegenste ist, wo es sowas gegeben hat, sind die Externsteine. Da gibt es Sarkophage, da kann man nachweisen, da hat nie ein Verstorbener drin gelegen. Das kann man ja heute nachweisen. Sondern da wurden Menschen eingeweiht. Zur Einweihung gehörte 3 bis 3,5 Tage ohne Bewusstsein zu sein. Und in dieser Zeit eben durch einen Hierophanten, nannte man die, geführt, der darauf achtete, dass es nicht schief ging und man vielleicht bei der Gelegenheit gestorben wäre, diesen Menschen begleitet hat und er ist dann mit seinem Bewusstsein eingetaucht worden in eine andere Welt. Vielleicht darf ich das hinzufügen, es gibt es heute, mir ist es jedenfalls schon öfter erzählt worden, auch in Kriegserlebnissen habe ich sowas geschildert bekommen, in der Seelsorge in früheren Zeiten, dass Menschen durch großen Schreck oder durch Schockerlebnisse oder durch ganz große Erschütterungen, die sie durchgemacht haben, ihnen plötzlich ein Licht erschienen ist und sie etwas gesehen haben, was ähnlich gewirkt hat wie das, was ich eben gerade angedeutet habe. Also es gibt es in der Gegenwart durchaus auch, dass Menschen einem erzählen, von da und da an, als ich das und das erlebt habe, habe ich ein verwandeltes Bewusstsein. Ich sehe jetzt manchmal Dinge, die ich früher nicht gesehen habe. Also, und all dieses Geschehen hat man eben früher gemacht und jetzt kommt die kleine Erschütterung, die ich Ihnen zumuten möchte, aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Es kommt tatsächlich eine solche Einweihung und ich halte mich jetzt, in dem, was ich jetzt sagen werde, in den nächsten Minuten an meinen Lehrer Rudolf Steiner. Es kommt eine solche Einweihung, auch eigentlich verhüllt, aber wenn man das kennt und sich damit beschäftigt hat, doch durchaus kenntlich im Evangelium vor, und zwar im Johannesevangelium, in der Auferweckung des Lazarus. Niemand weiß eigentlich, wer Lazarus ist. Ich selber habe den Verdacht, Lazarus ist gar kein Name. Es heißt, man kann es übersetzen, es heißt, Gott hat geholfen. So wie Johannes heißt, Gott ist gnädig. Aber ich glaube, es ist ein Titel, Lazarus. Es kommt ja noch ein zweiter Lazarus im Evangelium vor, der arme Lazarus, der das einzige Geschöpf ist im Evangelium, das in der nachtodlichen Existenz geschildert wird, wo man ihn verfolgen kann, wie es ihm da geht, als er gestorben ist. Und der heißt auch Lazarus. Also ich nehme an, ganz vorsichtig gesagt, Lazarus könnte die Bezeichnung sein für einen Menschen, der eingeweiht ist. Und nun ist dieser Lazarus ein ganz besonderer Mensch. Ich glaube, dass man in der Theologie dem zustimmen würde. Jedenfalls habe ich das mal gelesen und gehört, als ich mich damit beschäftigt habe, dass der Lazarus eine Vorstufe hat im Evangelium, nämlich der reiche Jüngling ist. Interessanterweise kommt der reiche Jüngling bei den Synoptikern vor, aber nicht im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium dagegen kommt die Auferweckung des Lazarus vor, nur bei Johannes. Und dieser reiche Jüngling ist ja eine interessante Gestalt im Evangelium. Es gibt eine Brücke, die darauf auch vielleicht ganz vorsichtig nicht als Beweis gemeint, aber als Anklang hinweisen könnte, in der Stelle bei Markus, Markus 10, wo diese Geschichte vom reichen Jüngling geschildert wird, heißt es, und Jesus schaute ihn an und liebte ihn. Und das gilt eigentlich sonst nur für den Jünger, den er lieb hatte. Sodass man vielleicht darüber nachdenken könnte, und Rudolf Steiner hat das eben bestätigt, dieser reiche Jüngling und der Lazarus, wenn er dann auferweckt wird aus dem steinernen Sarkophag, ist Johannes. Ich möchte aber noch ein paar Takte zu dem reichen Jüngling sagen, um Ihnen die Brücke ein bisschen zu bauen, dass man da leichter drüber gehen kann.
Dieser reiche Jüngling ist ja schon ein besonderer Mensch, der einfach sagt, als ihm gesagt wird, naja, erstmal schon, dass er die Frage stellt, wie kann ich denn das ewige Leben erreichen, ist ja die Frage, deren wegen Christus auf die Erde gekommen ist, könnte man mal sagen. Jetzt kommt endlich mal einer, der das fragt. Und der sagt ihm aber, na, das weißt du doch. Du musst einfach die Gebote halten. Vielleicht war das auch eine Prüfungsfrage. Und da sagt der reiche Jüngling, ja, für mich kein Problem, die habe ich gehalten von der Jugend an. Schon das ist eigentlich allerhand, das zu sagen. Ja. Und dann sagt er ihm eben, aber eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Und da heißt es eben, am Ende der Geschichte wird deutlich, angedeutet, aber doch deutlich, dass er große Zweifel hat, ob er das kann. Der reiche Jüngling. Das heißt, er war aber sehr reich und er hat eigentlich ein Ohnmachtserlebnis. Genau das Umgekehrte zu dem, was ihm bei den Geboten gesagt worden ist. Und er ging hin und war sehr traurig. Das ist der Rest der Geschichte. Und kurz danach geht es dann weiter bei der Lazarus-Geschichte. Es lag aber einer krank zu Bethanien, von dem der Name nicht gesagt wird, und zunächst, und das ist dann eben der Lazarus. Der reiche Jüngling wird zum Lazarus, der nicht erträgt, dass er die Aufgabe, die ihm gestellt wird, eigentlich nicht schafft. Das ist er nicht gewöhnt. Der hat bisher alles fabelhaft im Leben bewältigt. Und das führt zu seiner Krankheit. Und diese Krankheit führt dazu, dass er da 3 bis sogar 4 Tage lang liegt. Man weiß nicht genau, es heißt, er ist gestorben. Und der Christus Jesus mit seinen Jüngern muss da erst hinziehen, die sind da gerade gar nicht in Bethanien, das liegt in der Nähe von Jerusalem. Zieht dahin, lässt sich Zeit und sie kennen die Geschichte, er ruft ihn dann aus dem Grab heraus, Lazarus, hierher, komm heraus. Und vorher heißt es, er ist, die Schwestern sagen ihm, die ihm begegnen, er ist gestorben. Und dann erscheint er da und da kommt ein sehr wunderbares Bild am Ende dieser Geschichte, der Lazarus einweiht im Johannesevangelium, dass Christus sagt von ihm, entbindet ihn. Es war ja die Gepflogenheit bei den Juden, dass man da Binden um den Verstorbenen herumgebunden hat. Entbindet ihn, das ist ja doppeldeutig. Man könnte sagen, eine Entbindung ist auch eine Geburt. Und er steht jetzt da, lebt wieder, aber das Auffällige ist, jedenfalls was mir sehr stark auffällt, er sagt niemandem kein Wort darüber, was er erlebt hat während seiner Einweihung. Er hat aber als einziger der Jünger, wenn Sie mir das abnehmen mögen, einen Moment lang, er ist der Jünger Johannes, er ist der einzige, der unter dem Kreuz steht, weil er den Tod schon kennt. Und er bekommt sogar vom Kreuz herunter eines der Worte am Kreuz, eine Aufgabe, er soll die Mutter Jesu, die neben ihm steht, zu sich nehmen und die beiden seien jetzt Sohn und Mutter. Also soweit ist die Geschichte im Evangelium beschrieben. Ich möchte jetzt gerne den Mut haben, Ihnen zuzumuten, aber ich glaube, das darf man auch manchmal tun. Fortzufahren mit der Legende. Wir erfahren jetzt weiter nichts im Neuen Testament, was mit reichem Jüngling, Lazarus oder Johannes ist, aber die Legende sagt etwas und da ist man natürlich vollkommen frei, ob man das glauben will, aber nicht. Aber ich finde die Legende irgendwie sehr eindrucksvoll und darum möchte ich sie Ihnen gerne erzählen. Es heißt in der Legende, dass Johannes, und das weiß man auch, glaube ich, in der Wirklichkeit, wirklich die Mutter zu sich genommen hat.
und mit ihr nach Kleinasien gegangen ist, nach Ephesus. Ich bin da auch gewesen, ich habe mir das angeguckt dort. Es gibt da einen kleinen Hain, voll in katholischer Hand, mit ganz vielen Kapellen und was es da alles gibt, gebaut, heiliger Ort. Aber es ist was Besonderes in diesem Hain, wo die beiden gelebt haben. Da gibt es noch ein paar alte Steine, so wie es in Palästina noch ein paar Steine gibt, die tatsächlich noch an die Zeit des Evangeliums, die noch daher stammen. So gibt es da in diesem Hain ein paar Steine, die noch übrig geblieben sein sollen von dem Haus, in dem die beiden, Johannes und Maria, gewohnt haben. Er hat dann von Ephesus aus, und das vielleicht auch noch kurz zu erwähnen, Kleinasien spielt in der Apokalypse insofern eine Rolle, weil es ja dort die sieben Gemeinden gab, an die die sieben Sendschreiben gerichtet sind, von denen wir noch hören werden. Und diese sieben Gemeinden, die da an der Küste so einen kleinen Haken machen, die da liegen, an der Küste von Kleinasien, von denen Ephesus eine ist, die hat der Johannes bereist und hat sie sozusagen missioniert. Und man sieht in jeder dieser Orte auch noch Erinnerungen an diese Zeit. Das war nur ein ganz bedeutender Ort in der damaligen Zeit, Kleinasien. Das spiegelt sich auch in der Apokalypse wieder, weil dort drei Linien zusammengelaufen sind. Das sogenannte alte Heidentum, was danach lebte. Dann das Judentum, weil es viele Juden gab, die dorthin geflohen sind und dort später, vor allen Dingen nach der Zerstörung von Jerusalem, aber auch schon früher dorthin gegangen sind. Es gab also Juden dort, die sogenannten Heiden, die öfter angesprochen werden in der Apokalypse. Und das Junge, ein junges Christentum, das hervorging aus der Missionierung von Johannes und, wie wir wissen, Ephesus ist ja auch ein Ort des Paulus. Und ich wäre mal so gespannt, ob die beiden sich da nicht mal getroffen haben. Davon ist leider nirgendwo die Rede, Paulus und Johannes in Ephesus. Ephesus ist übrigens eine uralte Einweihungsstätte. Da gibt es auch noch den alten Tempel mit seinen Resten aus der Antike, wo auch Einweihungen stattgefunden haben, wo eine ganz entscheidende, wichtige Stätte der Antike gewesen ist. Dort ist auch das Grab von Johannes, und mit dem sind natürlich unendlich viele Legenden verbunden, aber ich muss Ihnen sagen, Sie können mich ja für abergläubisch halten gerne, wenn man da steht, ich habe da mal eine Stunde alleine gestanden auf diesem Grab und einfach nur geguckt. Es ist irgendwie ein heiliger Boden. Ich glaube, so wie man unheiligen Boden spüren kann, da gibt es hier in Berlin eine ganze Menge, wo man das kann, so kann man auch das Umgekehrte spüren. Es ist ein besonderer Ort. Man guckt eben ganz weit rüber von Ephesus aus gen Westen und dann kommt ein anderer Ort in den Blick, von dem ich Ihnen jetzt erzählen muss, wenn ich mit der Legende fortfahre. Also, jeder weiß ja, der Johannes ist sehr, sehr alt geworden. Er war einer der allerletzten, die dann doch noch unter Domitian, der römischer Kaiser war, so 50 und 90 nach Christus, nach Rom beordert worden ist. Jetzt wirklich reine Legende, ja. Dass er da gewesen ist, liegt nahe, weil alle anderen Märtyrer waren schon dem Märtyrertod gestorben, Paulus und Petrus und alle die. Als letzter kam auch noch Johannes nach Rom. Und für ihn hatte man sich eine besondere Todesart ausgedacht, so die Legende, die aber in einer Ortsbezeichnung interessanterweise heute noch erhalten ist. Es gibt nämlich eine kleine Kapelle in Rom, die habe ich mir auch angeguckt, San Giovanni in Olio. Und die geht zurück auf die Geschichte, dass man Johannes, weil man ihm eine besonders schwere Strafe zudenken wollte, in siedendes Öl geworfen hat. In Olio.
Und er hat, wie das ja früher öfter vorgekommen sein soll, man kann es glauben oder nicht, er hat diesen Märtyrertod überlebt. Und man war früher, und ich glaube, das stimmt und ist nicht nur Legende, wenn das geschah, dass jemand sein Martyrium überlebt hat, hat man es nicht ein zweites Mal versucht. Man hat ihn leben lassen. Und das ist aber der Grund gewesen dafür, und das finde ich auch einleuchtend, auch wenn es Legende ist, dass man ihn verbannen musste. Und darum wurde er auf die Insel Patmos verbannt, die heute noch, bin Zeuge, ich war auch da, schwer zu erreichen ist, weil immer hoher Seegang ist und es wird einem übel auf dem Weg und es gibt nur wenig Schiffe, außer diesen grauenhaften Kreuzschiffen, die natürlich auch dort anlegen. Dort war er also und es gibt auf der ganzen Insel Patmos nur eine einzige Höhle, sehr merkwürdig. Entweder sind Inseln oder Gegenden auf der Erde voller Höhlen oder es gibt gar keine, da gibt es nur diese eine. Und diese Höhle ist sehr bedeutend, wenn man da reinkommt. Die ist natürlich auch voll unter katholischer Regie. Und da brennen überall Kerzen und sind Sprüche und die Menschen gehen an die Wand und denken, dass sie dann da geheilt werden und solche Dinge. Aber ich bin da auch mal eine Stunde lang alleine gewesen. Ich kämpfe überall, wo ich bin, darum, dass ich eine Stunde alleine sein darf. Gibt es eine kleine Zelle, wo tatsächlich die Apokalypse, wenn man so will, in Stein gehauen ist. Weil man sieht einen riesigen Bogen und dahinter ist eine Art Abgrund und man sieht es so, als ob da was dran geformt worden ist, dass das Ganze wie zu einer Höhle geworden ist. Und dann gibt es eine kleine Luke in dieser Höhle, dem Ort, wo Johannes dann mit einem Diener, den er hatte, der auch erwähnt wird in der Apokalypse, gewohnt hat. Und denken Sie, zu dieser kleinen Luke, die es da rausgibt, sonst ist die Höhle ganz dunkel, guckt man direkt straight on nach Ephesus. Zwischen Ephesus und Patmos, dieser Höhle, wo Johannes war, gibt es einen Sichtkontakt, wenn das Wetter entsprechend ist. Und da hat eben der Johannes, da fängt jetzt die Apokalypse wirklich an, die Legende hört auf, die Apokalypse fängt an, wie er dahin kommt. Und dass er dort eben in der Verbannung war und dass er dort das Zeugnis Jesu Christi durch die Apokalypse empfangen hat. Und man hat so den Eindruck, aber ich verliere mich vielleicht da in meiner Begeisterung, aber da steht, man hat wirklich das Gefühl, es könnten an jeder Zeit noch das bebt da immer noch irgendwie. Das ist kein befriedeter Ort. Und nun ist das Erstaunliche, dass dieses erste Kapitel der Apokalypse wiederum mit einer Einweihung beginnt. Das erscheint mir also wie eine Klammer zwischen der Auferweckung des Lazarus und diesem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Und jetzt wird diese Einweihung ganz genau geschildert. Übrigens, es ist sehr interessant, dass diese alte Art der Einweihung, die ich vorhin angedeutet habe, mit den drei Tagen ohne Bewusstsein und geführt durch den Hierophanten, dass das aufgehört hat, seitdem das Christentum in der Welt ist. Das hat man nicht mehr gemacht. Das ist ganz eigenartig. Es gibt ein paar Dinge, die einfach aufgehört haben, dadurch, dass Christus auf die Erde gekommen ist. Zum Beispiel auch, nebenbei gesagt, das Schlachten der Lämmer am Karfreitag wurde einfach nicht fortgesetzt im jüdischen Kultus. Ich weiß nicht warum, aber hat aufgehört. Und so haben diese alten Einweihungen auch aufgehört. Die hat man nicht mehr praktiziert. Und ich habe den Eindruck, so nennt es auch übrigens Rudolf Steiner, dass wir es hier im ersten Kapitel der Apokalypse mit einer neuen Einweihung zu tun haben. Und die alte von der neuen Einweihung unterscheidet sich dadurch, dass die neue Einweihung noch heute, auch bei dem, was ich angedeutet habe vorhin, bei Bewusstsein stattfindet.
Bei der Lazarus-Einweihung habe ich gesagt, der hat kein Wort davon gesagt. Der war wie tot. Der war tot. Jetzt kommt der Apokalyptiker in dem ersten Kapitel der Apokalypse und schildert eine Vision. Kommen ja ganz viele Visionen in der Apokalypse vor. Er sieht den Altar und im Altar 7 Kerzen, in der Mitte keine Kerze, wo im jüdischen Altar der Mittelpunkt ist. Da sieht er einen, der aussieht wie eines Menschensohn. Und jetzt kann er diese Vision, die er von dem Menschensohn hat, das ist ja die einzige Bezeichnung, die Christus von sich selbst angewendet hat. Er hat ja nie gesagt, er sei Gottes Sohn. Er hat immer von sich gesagt, er sei der Sohn des Menschen. Und das sagt jetzt auch der Apokalyptiker. Er sieht den Sohn des Menschen und kann ihn ganz genau beschreiben. Er beschreibt ihn in 9 verschiedenen Attributen, die ich jetzt nicht aufzählen will. Wenn Sie mögen, können Sie das ja gerne mal nachlesen. Also von den Augen, die wie Feuerflammen sind, und den Füßen, die wie Feuerflammen sind, den goldenen Gürtel, den er hat. Und diese Gestalt, die er da sieht, ist so mächtig, so ungeheuer mächtig, dass er sagt, und das erinnert eben auch ein bisschen an die alte Einweihung, als ich ihn schaute, fiel ich wie tot zu Boden. Wie tot, aber bei Bewusstsein. Das ist der Unterschied. Und kann beschreiben, was er gesehen und was er gehört hat. Und er bekommt eben seinen Auftrag aus dieser Imagination, dass er bekommt die Hand auf die Schulter gelegt und es wird ihm gesagt, er soll die 7, er wird eine Stimme hören, und er wird von den 7 Gemeinden, den Engeln der Gemeinden, wird er 7 Worte hören und Botschaften, und das soll er aufschreiben und soll es an die 7 Engel der 7 Gemeinden von Kleinasien schicken. Da werden die alle aufgezählt und dann richtet er sich wohl wieder auf und vollbringt das. Also das ist das erste Kapitel der Apokalypse, wo das geschildert wird. Und der Auftrag an den Seher, jetzt, was er geschaut hat, also es ist nicht etwas, was auf der Erde sich abgespielt hat, wie die Dinge, die im Evangelium geschildert werden, sondern es sind Visionen. Man könnte auch sagen, Vision hat irgendwie einen verräterischen Klang. Das klingt so, als ob jemand etwas wahrnimmt, was nicht wahr ist. Deswegen würde ich lieber sagen, es sind Imaginationen, die er da gesehen hat und die er dann aufschreiben soll. Es sind aber bei diesen 7 Sendschreiben, die spielen eben, die Apokalypse ist übrigens, muss ich mal zwischendurch schnell sagen dürfen, unglaublich fantastisch gegliedert. Sie hat 4 Siebenheiten, es sind die 4 Sendschreiben, die 4 Siegel, die 4 Posaunen und die 4 Zornesschalen. Das ist die Mitte der Apokalypse und dann da drumherum noch andere Dinge, die ich jetzt nicht nenne, die insgesamt eine Siebenheit auch bilden. Die 7 ist eine Zahl, und ich glaube, das darf man ruhig mal ernst nehmen, ist eine Zahl der Entwicklung. Auch die Woche hat 7 Tage. Alles ist auf die Siebenheit gegründet. Das heißt, die Apokalypse ist ein Buch der menschlichen Entwicklung im großen Stil und mündet in der Zahl 12 im 22. Kapitel beim himmlischen Jerusalem, wo es 12 Zwölfheiten gibt. 12 ist die Zahl der Vollkommenheit, 7 ist die Zahl des Übergänglichen und der Entwicklung. Und so fängt eben noch die erste Vierheit, die 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden, fängt noch auf der Erde an. Und in jedem dieser Sendschreiben kann man auch Aspekte erkennen, die wirklich noch bis heute in diesen 7 Gemeinden, in diesen Orten, die es ja noch gibt, auch zu finden sind. Also das hat noch eine irdische Verbindung miteinander.
Und nun kommt die große Frage, wie kann man eigentlich rauskriegen, wann was stattfindet, was da geschildert wird. Und ich möchte, also Rudolf Steiner hat das genau ausgearbeitet, damit will ich Sie jetzt aber nicht beschäftigen, sondern ich möchte gerne Ihnen sagen, ich habe den Eindruck, dass abgesehen davon, dass man das kann, dass man sagen kann, da gibt es einiges, das ist schon gewesen, was da geschildert wird, da gibt es einiges, was jetzt in der Gegenwart ist, zum Beispiel in dem Zen-Schreiben an Sardes, sagte Rudolf Steiner, das betrifft die Gegenwart. Und dann gibt es eben aber auch noch Zukünftiges. Ich möchte Ihnen aber gerne sagen, dass ich den Eindruck habe, fast alles, was da geschildert wird, kann in der Vergangenheit gewesen sein, kann auch jetzt sein und wird vielleicht in der Zukunft auch nochmal sein. Es sind Bilder da, die sind so durchlässig, die sind so wahrheitsgetränkt, dass sie eigentlich immer gültig sind. Und es kommt eben darauf an, wie die Menschheit jetzt sich entwickelt. Und dazu brauchte ich, das verstehen Sie jetzt vielleicht neu, in der ersten Stunde auch den Gedanken der Reinkarnation, um Ihnen zu sagen, das fußt alles auf der Idee, dass der Mensch nicht ist, wie er ist und bleibt, wie er ist, sondern eine Wanderung macht, die noch lange nicht zu Ende ist und sich selber entwickelt und entwickeln wird. Und nun, wenn ich Ihnen das gesagt habe, dann möchte ich sagen, es geht natürlich da um unendliche Krisen in der Apokalypse. Und es gibt ganz furchtbare Untergänge. Es gibt Kämpfe, wo Tausende zu Tode kommen. Die gibt es ja auch leider in der Wirklichkeit und hat es gegeben. Es gibt dann eine Krise, die bevorsteht, die geschildert wird in Armageddon. Sie werden das sicherlich kennen. Es ist eine Landschaft zum Fuße des Berges Tabor, die man auch heute noch sehen kann, wo das letzte Gefecht stattfinden soll zwischen den Mächten des Bösen und dem Guten. Und es erscheint dann, wenn ich nochmal das Motiv aufnehmen darf von den Zielen, so haben wir ja ein Ziel schon erwähnt, dass ich gesagt habe, es ist ganz klar, dass eines der großen Ziele für alle Menschen, die auf der Erde leben, glaube ich, nicht nur für die Christenheit, wobei man dann am Ende vielleicht gar nicht mehr weiß, was die Christenheit ist, sondern das sind einfach Menschen, die ein Ziel erreichen, wie man die dann nennt, ist nicht mehr das Entscheidende, nämlich die Freiheit. Das zweite ist eben eine unglaubliche Imagination am Ende der Apokalypse, dass die Menschheit erscheint in einem Bild, das durch das Evangelium allerdings auch hindurchgeht, als Braut. Also das Ganze endet in einer Hochzeit. Und damit, glaube ich, ist angedeutet, dass eines der großen das zweite Ziel der Apokalypse die Liebe sein wird, die man ausgebildet haben wird, ganz am Ende der Zeiten. Nun gebe ich Ihnen gerne eine Aufgabe mit, einmal zu überlegen, wie das ist, wenn man Liebe und Freiheit zusammendenkt. Um Ihnen eine Ahnung davon zu geben, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist und dass wir das etwa heute schon könnten, zum Beispiel jemanden oder etwas zu lieben, auf dessen Gegenwart und dessen Berührungsmöglichkeit ich gleichzeitig vollkommen verzichten kann. Nicht so einfach. Also Freiheit und Liebe zusammenzubringen, ist wirklich eines von den allerhöchsten Zielen, die es gibt. Und das ist das Ziel, das die Menschheit vor Augen hat. Und nun möchte ich Ihnen noch sagen, dass ich persönlich ein drittes Ziel erkenne. Ein drittes Ziel, das in der Apokalypse im himmlischen Jerusalem geschildert wird, das ich bisher noch nirgendwo gefunden habe, übrigens auch nicht bei Rudolf Steiner. Das eine Aufgabe hineingesiegelt. Siegeln ist nämlich das Geheimniswort der Apokalypse.
wenn etwas versiegelt wird, dann kannst du es zwar erkennen, aber nur, wenn du das Siegel öffnen kannst. Es gibt eine dritte Aufgabe und ich habe den Eindruck, dass wir die jetzt in unserer Krise, die wir gerade leben in der Gegenwart, ganz deutlich merken. Die Menschheit hat als drittes Ziel, und davon spricht eben Paulus ganz viel, die Aufgabe, gar nicht nur selbst erlöst zu werden, endlich erreicht zu haben, Liebe und Freiheit, sondern eine Aufgabe, nämlich die Erde zu verwandeln. Schlagen Sie mal bei Paulus nach, was der darüber sagt, wie die geschaffene Kreatur auf die Menschen schaut, in welcher Hoffnung, dass die Menschheit sie mit erlösen möge. Es geht gar nicht nur um unser eigenes Heil. Es geht um viel, viel mehr. Und ich habe die Frage, ich will es ganz bescheiden sagen, muss mir auch niemand glauben, dass es ein Symbolum gibt dafür in der Geschichte vom himmlischen Jerusalem. Und das könnten sein die 12 Edelsteine. Die 12 Edelsteine der Apokalypse sind eigentlich die durchgeistigte Erde. Sie sind die Früchte dessen, was die Menschheit in der gesamten Zeit bis dahin, die ja noch lange hin ist, erworben hat und wo sie noch dran ist, wo wir heute sehen, ja darum geht es wirklich. Wir haben genügend jetzt die Erde ausgebeutet. Jetzt schreit die und sagt, halt! Und jetzt müssen wir uns Wege und Mittel ausdenken, wie wir die Erde erlösen. Das fängt jetzt an. Wenn wir damit jetzt nicht anfangen, wer weiß, ob es noch eine Zukunft gibt, sagen ja die kleinen Schüler auf der Straße mit Recht. Und ich bin unter anderem dadurch darauf gekommen, das möchte ich Ihnen gerne anvertrauen, als eine Art, wie soll ich sagen, Geheimnis von mir. Ich habe einen Lieblingsstein unter diesen 12, das weiß noch nicht mal meine Gemeinde. Und dieser Lieblingsstein, den ich auch trage, heißt Amethyst. Und der gehört zu den 12, ist der letzte der 12 Edelsteine der Apokalypse. Und dieses Wort kann man gut übersetzen aus dem Griechischen. Die anderen ist es nicht so einfach. Sardes und so weiter, wie sie alle heißen. Amethyst heißt übersetzt frei von jeder Sucht. Und wenn das nicht ein Ziel der Freiheit ist, ich meine, wir dürfen ja unter Sucht nicht nur irgendwie immer Drogen und Alkohol sehen. Es gibt ja auch Drogen, es gibt ja auch Süchte, die jeder hat, und wenn er ein halber Heiliger ist und nie raucht oder so. Aber zum Beispiel ohne bestimmte Dinge einfach Meinungen, die er hat oder Behauptungen, nicht leben kann. Ich kenne solche Menschen. Suchtartig. Lass doch mal los, diese Vorstellung. Denk doch mal eine andere. Geht nicht. Ich will nur sagen, wenn ich hier sage, frei von jeder Sucht, dann meine ich das viel größer, als das sonst klingen könnte. Darum habe ich das. Dass man also wirklich frei von Bedürfnissen ist, dann hat man sein Ziel erreicht. Bis man dorthin kommt, hat man selbstverständlich Bedürfnisse. Und vielleicht könnte man mal in einer späteren Forschung, wenn man die Apokalypse unter die Lupe nimmt, auch die anderen 12 Edelsteine, oder man müsste vielleicht Geologe sein, was ich nicht bin, mal befragen, was bist denn du, was steckt denn in dir, was hast denn du für Geheimnisse in dir, wenn du jetzt als Kristall auftrittst, durchlässig. Gibt es ganz oft das Bild in der Apokalypse, es gibt ja auch das gläserne Meer zum Beispiel. Ein wunderbares Gebilde. Also wenn die Welt durchlässig wird für das Geistige, wenn die Welt durchlässig wird für das Göttliche, wenn eine Wandlung eintritt der elementarischen Welt, was wir im Christentum nennen dürfen, die Transsubstantiation der Erde. Und das ist nicht etwas, was für uns gemacht wird,
sondern was wir mit Hilfe aller anderen Dinge und unserer eigenen Erlösung in alledem, was im Evangelium geschildert wird, was uns als Gabe gegeben ist, selber bewerkstelligen dürfen. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne noch sagen, warum ich den Eindruck habe, dass die Apokalypse, also die Apokalypse, sagte ich Ihnen, ist ein Einweihungsbuch. Es ist auch immer angesehen worden, weil es in ihm auch steht im ersten Kapitel, ein Buch, was gar nicht für die Allgemeinheit gemeint war, sondern für die Priester. Die Apokalypse ist, du hast uns zu Priestern und Königen gemacht, steht da in dem ersten Kapitel drin. Es ist auch nie so damit umgegangen worden, wie mit Evangelientexten, zum Beispiel ganz selten, dass man mal in großen Kathedralen ein Kirchenfenster sieht, wo apokalyptische Motive sind. Meistens Evangelium. Es ist immer irgendwie bewahrt geblieben. Es war auch nicht im Kanon der Verkündigungen, in der Perikopenordnung der Kirchen enthalten unbedingt. Also es hat sozusagen immer, es war immer im Schutz der Ehrfurcht des Besonderen. Und darum, sage ich mal, bis zur heutigen Zeit könnte man sagen, das klingt jetzt sehr missverständlich, nee, ich muss es vielleicht anders sagen, kann noch gar nicht jeder mit dem hohen Anspruch, der darin vorkommt, auch wirklich leben. Und das ist auch verständlich und das ist vielleicht auch noch gar nicht dran. Aber es widerspricht ja nicht dem, dass es ein Ziel gibt, wo uns schon etwas vor Augen gestellt werden darf, was vielleicht erst in der Zukunft kommt, was heute auch schon angefangen hat, aber was in der Zukunft kommt und was eben ganz groß ist, wo man sehen kann, dahin müssten wir uns eigentlich erst entwickeln. Und da sind mir, da gibt es drei Aspekte, die ich gerne am Abschluss meiner Ausführung Ihnen gerne noch mitteilen möchte. Die stammen, zwei von denen stammen aus den sieben Sendschreiben. Da gibt es ganz wunderbare Metaphern und Bilder, mit denen man mal so meditativ ein bisschen umgehen kann. Und da gibt es am Ende des sechsten Sendschreibens, das ist das Sendschreiben an Philadelphia, das heißt ja bekanntlich Bruderliebe. Wir sind heute, wenn man Rudolf Steiner folgt, erst in der vierten Epoche, also Sardes ist die vierte, nee, die fünfte. Die fünfte. Da kommt etwas, von dem wir eben heute ganz viel Versuche machen und wo ich das immer ganz tröstlich finde, dass es eigentlich noch gar nicht dran ist, dass wir das eigentlich noch gar nicht können. Also die Bruderliebe können wir eigentlich noch gar nicht. Wie finden Sie das? Es entbindet uns nicht davon, sie zu versuchen, das ist ja klar. Aber in der Apokalypse ist ein so großes Bild von der Bruderliebe, da, wo man deutlich merkt, da sind wir noch unterwegs. Im Übrigen habe ich noch vergessen zu sagen, es gibt zwei Empfehlungen, die der Apokalyptiker selber gibt, wie man das Buch entschlüsseln kann. Das eine heißt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, du kannst nicht einfach so eins zu eins nehmen, was da gesagt wird. Du musst immer fragen, was steckt da noch an Geheimnissen dahinter? Wer Ohren hat zu hören. Und unser Gehör kann das ja. Unser Gehör kann sich schulen, sodass es viel mehr hört, als eigentlich gesagt worden ist. Das kennen Sie auch. Auch bei der Musik geht das. Und das Zweite ist, und das ist eben in der Richtung, die ich jetzt gerne noch angeben möchte, unserer Aufgaben, nicht unserer Gaben. Wer überwindet? Das kommt siebenmal in der Apokalypse vor, an immer verschiedenen Stellen. Es geht darum, etwas zu überwinden, was man noch nicht kann. Das heißt, es geht darum, Kräfte zu entwickeln, mit denen man weiterkommt, mit denen man die Aufgabe ergreifen kann, die da steht. Und da kommt jetzt im sechsten Sendschreiben Philadelphia
eine Stelle am Ende vor. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in meinem Tempel. Und wodurch ich dieses Bild verstanden habe, so wie es vielleicht gemeint sein könnte, dazu muss ich Ihnen eine Geschichte aus meiner Biografie erzählen. Ich habe früher ganz viel in Chören gesungen. Immer überall, wo ich war, bevor ich meinen Beruf hatte, da war das nicht mehr möglich zeitlich, habe ich immer in Chören gesungen. Und einmal war ich in einem Chor, da waren nur ganz wenige drin. Und da haben wir etwas aufgeführt, wo der Chor, der ungefähr aus 12 Leuten bestand, im Chor einer Kathedrale ganz weit auseinander stand. Der eine konnte den anderen nicht hören, sehen, aber nicht hören. Und ich werde das nie vergessen, wie das gewesen ist. Es hat nämlich den Klang vervielfacht. Es war so, als wenn hunderte von Menschen da sangen, dabei waren es nur 12. Und ich merkte, dass zwischen meinem Singen und dem Nächsten sich der Raum auf eine merkwürdige Weise mit Klang erfüllte und sich dadurch eine Kraft entwickelte in dem Raum, die nach oben strebte. Und dieses Erlebnis ist mir eingefallen, als ich zum ersten Mal gelesen habe, wer überwindet, den will ich zu einer Säule in meinem Tempel machen. Man war da nämlich wie eine Säule. Und Säulen haben ja den Sinn, dass sie nicht zusammenstehen meistens, sondern in gebührendem Abstand voneinander. Warum? Damit sie ihre Kraft entwickeln, das was dazwischen liegt und darüber, miteinander, aber ohne einander, selbstständig, wunderbares Wort dafür. Eine Säule ist ein selbstständiges Gebilde und ist dafür da, das Dach zu tragen. Und das ist die höchste Form der Bruderliebe, dass man miteinander etwas tut, wo man weder sich noch den anderen noch anguckt, sondern alle Kraft da reinsteckt, was die Aufgabe ist für das Gesamte. Nämlich, dass das Dach da oben bleibt und nicht runterfällt. Das macht selbstlos. Und ich habe den Eindruck, wir sind heute alle noch unglaublich beschäftigt mit dem Bau unserer eigenen Säule. Tag und Nacht. Und das ist auch richtig, das gehört auch in unsere Zeit. Das muss auch sein. Aber ist es nicht wunderbar, sich vorzustellen, das wird mal fertig sein. Da werde ich mich nicht mehr mit mir selber beschäftigen müssen. Da werde ich mich damit beschäftigen, wie ich das Ganze tragen kann. Es gibt ja manchmal schon Momente, wo das in Notfällen oder so auftritt, dass man merkt, jetzt ist egal, was mit mir ist. Ich muss jetzt fürs Ganze da sein. Also das ist ein für mich apokalyptisches Zukunftsbild ersten Ranges. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule in meinem Tempel machen. Und das Zweite, was so ähnlich ist, das ist das 7. Sendschreiben. Das Sendschreiben an Laodicea, wo man wirklich, also um mein Thema nochmal zu erwähnen, in der Philadelphia-Stelle kann man sagen, da wird das Ich wirklich apokalyptisch. Indem es sich selbst vergisst, aber nicht in einer Selbstlosigkeit, die irgendwie mäuschenartig grau ist und sich selber gar nicht sehen will, sondern umgekehrt, die so stark geworden ist, dass sie sich deshalb vergessen kann, weil sie jetzt das andere tragen kann. Und das Sendschreiben an Laodicea an seinem Ende hat etwas Ähnliches. Erstmal ist das die Stelle, die Sie vielleicht erinnern, wenn ich Ihnen sage, es fängt so an, ach, wenn ihr doch heiß oder kalt wäret und nicht lau. Und das spricht eben diese Tugend an, die ich vorhin schon mal im Visier hatte, als ich sagte, die Kraft der,
Entscheidung ist die eigentlich höchste Ich-Kraft, dass man nicht mehr lau ist, dass man mutig seine Ja's und Nein sagt in seinem Leben. Das ist Ich-Kraft. Man darf, ja man muss auch Nein sagen zu manchen. Heute habe ich manchmal den Eindruck, das darf man überhaupt nicht mehr sagen. Es muss alles möglich sein. Das ist nicht ichhaft. Ich wünschte mir, im 20. Jahrhundert hätten manche Leute rechtzeitig Nein gesagt. Und heute auch noch. Also, das ist das Erste mit dem Lau. Und dann kommt da ein Wort vor, mit dem ich es jahrelang selber ganz schwer hatte. Und das ich Ihnen eigentlich auch nur schweren Herzens überliefern will jetzt. Und zwar darum, weil ich es wirklich für eines der gewaltigsten Zukunftsworte halte, von denen die Apokalypse spricht. Das heißt, diejenigen, die ich liebe, die werde ich mit schweren Schicksalen begleiten. Wissen Sie, wenn man dauernd mit Menschen zu tun hat, die schwere Schicksale haben, dann ist das schon ein ziemlicher Brocken, dieses Wort. Und man muss sich immer fragen, kann das wirklich von Christus gesagt worden sein? Wenn man aber dann vielleicht an sein eigenes Leben denkt und zurückschaut auf das, wo es wirklich schwer gewesen ist, dann merkt man ja, dass man darauf gerade nicht verzichten möchte, was man da überwunden hat. Dass das gerade zu den Edelsteinen der eigenen Biografie gehören kann, was man an Schweren hinter sich hat. Ich meine nur, es lag mir so am Herzen, Ihnen etwas vorzustellen am Ende dieser drei Vorträge, wo Sie sich sagen, vielleicht sagen können, ja, das Christentum, das hat eine gewaltige Zukunft. Auch wenn das jetzt manchmal traurig aussieht, aber da ist noch ganz, ganz viel, was kommen kann und kommen wird. Da werden die Aufgaben noch groß werden und da wird es noch ganz viel zu lernen geben. Und der allerletzte Schluss ist dann der, das werden viele von Ihnen ja kennen, dass dieses wunderbare himmlische Jerusalem, über das man auch für sich eine Stunde reden könnte, dass das ausgemessen wird am Ende. Da gibt es einen neuen Maßstab. Und da stellt der Seher fest, der Engel misst es nämlich aus und sagt, das Maß des Menschen ist geworden zum Maß des Engels. Also der Engel misst mal häufig in der Apokalypse etwas aus, aber am Ende misst er auch die Ellen, die 144.000 Ellen rechts und links und oben und unten ist ja ein Würfel. Und dieses Maß ist das Maß des Engels. Der Satz, den ich Ihnen zitieren muss, wörtlich: Das Maß des Menschen, so rum, ist geworden das Maß des Engels. Das heißt, die Menschen, die jetzt im himmlischen Jerusalem angekommen sind, Freiheit, Liebe und die Erlösung der Erde geschafft haben, die können zu Engeln werden. Und das Gleiche berichtet eben auch der Seher ganz bescheiden an zwei Stellen sogar, am Ende im letzten Kapitel der Apokalypse von sich selber. Da will er nämlich zweimal dem Wesen, das mit ihm spricht, das ist ein Engel, zu Füßen fallen, vor ihm niederknien. Und er kriegt zweimal gesagt, das sollst du nicht tun. Du bist jetzt mein Mitknecht. Also das heißt sozusagen auf Deutsch, richte dich auf, wir stehen jetzt hier auf Augenhöhe, nichts mehr auf die Knie fallen. Du bist jetzt auf Augenhöhe mit mir angekommen. Es ist eigentlich ein ähnliches Motiv wie der Satz, das Maß des Menschen ist geworden das Maß des Engels. Auch der Apokalyptiker hat jetzt am Ende diese Stufe geschafft. Es wird ihm zweimal gesagt, an zwei verschiedenen Stellen. Ich kann Ihnen das sagen, wo, aber es ist vielleicht jetzt nicht so wichtig. Also, das habe ich jetzt auch geschafft. Und wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, wenn Sie möchten.
dann können Sie das alles wieder in Frage stellen, was ich Ihnen erzählt habe. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag. In der Tat haben wir jetzt Gelegenheit, Frage zu stellen oder Fragen zu stellen, ins Gespräch darüber zu kommen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das dritte Ziel, von dem Sie sprachen, mit den 12 Kugelschreiben. Können Sie das vielleicht nochmal wiederholen? Sagen Sie nochmal die Frage. Wie das dritte Ziel? Das dritte Ziel. Also drei Ziele? War, ja. Wie das jetzt mit den 12 Kugelschreiben zusammen? Ja. Gut. Ja, ich habe die Ahnung, oder ich deute mir das so, dass diese 12 Edelsteine die verwandelte Erde sind. Es wird ja vorher gesagt, und er schuf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist direkt vor dem himmlischen Jerusalem. Und dass diese 12 Edelsteine das Zeichen sind dafür, das sind ja alles mineralische Stoffe. Ja? Und Amethyst versuchte ich Ihnen das zu schildern. Sie sind alle durchsichtig, sind Kristalle. Das ist jetzt ein Zeichen möglicherweise dafür, dass die Erde wirklich jetzt durchgeistigt ist, dass sie verwandelt ist. Das war meine Idee dabei. Ja? Gut. Ich würde gerne noch mal nach der Lazarus-Figur weiterfragen. Das fand ich spannend, einfach diesen Versuch, das so zu verbinden, unabhängig von der Frage, ob man dann letztlich dabei bleibt, das so zu sehen, aber ich versuche das einfach mal durchzuspielen. Und dann gibt es ja direkt im Anschluss an das 11. Kapitel das Johannesevangelium, das 12., in dem Lazarus nochmal genannt wird. Und über dieses 12. Kapitel haben wir hier in dem Jahr, wo es um den Geruchssinn, glaube ich, ging, sehr ausführlich gesprochen, weil das ja das Kapitel ist, wo Jesus zum Christus wird, wo er gesalbt wird, und zwar durch eine Frau, und diese Frau ist die Schwester des Lazarus. Und es wird ausdrücklich dort genannt, Lazarus saß mit am Tisch. Also wenn man dieser Bedeutung folgt, dann muss das ja auch eine Bedeutung haben, dass Lazarus am Tisch sitzt, als der Christus zum Christus gesalbt wird. Und wir hatten damals noch uns mit diesem Nardenöl beschäftigt, das dort genannt ist, und uns klar gemacht, Narde ist eine Pflanze, die wächst im Himalaya. Also Jerusalem oder bei Jerusalem im Himalaya, das war ein kostbares Importgut, wo eine Karawane viele tausende Kilometer ziehen musste, um diese Nardenpflanze oder schon das daraus hergestellte Öl zu bringen, und deswegen war es so teuer. Ja. Und es ist ja in diesem 12. Kapitel des Johannesevangeliums der Preis angegeben, den dieses Nardenöl, mit dem Jesus zum Christus gemacht wurde, gekostet hat, nämlich 300 Silberdenar. In heutige Währung umgerechnet wäre das ungefähr die Kaufkraft von 50.000 Euro. Das habe ich nicht gehört. Insofern gäbe das der Vorstellung, der reiche Jüngling und diese Familie gehören dann viel zusammen, eine gewisse Plausibilität, weil der hat schon einfach so eine Ölflasche im Wert von 50.000 Euro im Haus. Im Haus. Für die Gelegenheit mit dem Christen. Ja, von daher wäre einfach meine Frage, würde das in Ihrer Deutung der Lazarus-Johannes-Figur auch nochmal ein auszudeutender Teil sein, dass eben die Schwester dieser Lazarus-Figur diejenige ist, die Christus zum Christus macht und all die Dinge, die damit miterzählt sind. Ja, unbedingt. Ich meine auch die ganze Geschichte, was die beiden Schwestern für eine Rolle spielen bei der Auferweckung des Lazarus, ja. Die Martha und die Maria, die eine, die ganz nah ist und die andere aus der Ferne erstmal und so. Wenn man diesen Gedanken denken möchte, dass der Lazarus der Johannes ist, dann kommt einem immer mehr entgegen, auch auf diesem Wege, dass das plausibel sein könnte.
Aber diesen in den 50.000 Euro hatte ich noch nicht gedacht. Da bin ich jetzt so gedacht. Was Neues gelernt. Spannend. Aber ist es so, darf ich mal zurückfragen, dass in der Theologie anerkannt wird oder für möglich gehalten wird, dass der reiche Jüngling der Lazarus ist? Habe ich das richtig? Ich habe das so noch nicht gehört, aber es gibt ja keine, also es ist ja klar, im Johannesevangelium sind irgendwie die Namen, da ist etwas verschlüsselt, das ist soweit schon anerkannt. Insofern spielt ja die Theologie seit Jahrhunderten das Spiel, Vorschläge zu machen, als wen kann man wen in diesem ganzen Namensspiel deuten. Ja. Und von daher ist das völlig im Rahmen dieses Spiels, diesen Vorschlag. Kann man so. Gut. Also es ist natürlich schwierig, so eine These dann wirklich durchzusetzen. Ja. Das, denke ich, wird nicht gelingen. Aber dass man sie formulieren darf, ist nicht außerhalb des Spiels, das in der, möglich ist in der, Exegese, in der Theologie betrieben wird. Danke. Ich habe eine Frage zur Ästhetik. Also ich bin Studentin hier und Sie hatten das jetzt zwar nicht erwähnt in Ihrem Vortrag, aber ich habe mir die Sakralraumgestaltung in der Kirchengemeinde angeschaut und es taucht immer wieder die Farbe Lila auf. Die Farbe Lila und im Mittelpunkt des Altars ist die Farbe Gelb. Und ich würde mich dafür interessieren, wie Sie diese Farbe deuten. Also ich spreche jetzt von dem Raum, in dem die Christengemeinschaft ihren Gottesdienst hat. Genau, also ich habe jetzt eben nachgeschaut und habe haben Sie noch? Genau. Ja. Wissen Sie was? Ich sage mal ganz frech erstmal was, ja? Ich glaube, Sie würden es spüren, wenn Sie mal in den Raum selber gehen würden, was diese Farbe bewirkt. Gelb bleibt einem irgendwie nichts anderes übrig, als Gelb auch in seiner hellen Ausgestaltung mit dem Licht in Beziehung zu bringen. Man kann ja nicht mit Licht malen, leider. Das geht in die Richtung des Auferstehlichen, nehme ich an. Also der sogenannte Heiligenschein ist immer gelb, auch auf anderen Bildern, nicht nur bei uns. Und wie haben Sie die Farbe genannt? Lila. Lila. Violett. Darf ich mal zurückfragen, was für eine Stimmung würde für Sie bewirken, wenn Sie in einem Raum sitzen, dessen Wände violett oder lila angestrichen sind? Also ich finde diese Farbe sehr angenehm, das ist meine Lieblingsfarbe. Und ich weiß aber, dass es im Christentum verschiedene Bedeutungen dafür gibt. Aha, sagen Sie bitte mal welche. Lila kann als der Heilige Geist interpretiert werden, die Farbe, so habe ich das verstanden. Wissen Sie das? Aber auch Lila als Farbe der Veränderung, glaube ich auch. Und weil, also ich hatte halt diese verschiedenen Deutungen schon gehört und deswegen würde ich mich interessieren, wie das bei Ihnen dort ist. Es ist so, dass wir damit beabsichtigen, die Menschen in eine Stimmung zu bringen, die sie zur Ruhe bringt, zur Aufnahmebereitschaft. Also Rudolf Steiner hat sie gedeutet und hat gesagt, das ist Frömmigkeit. Violett. Während Blau Erkenntnis ist und Rot ganz was anderes. Brauchte ich nicht zu fragen, wie das ist, wenn hier alles rot gestrichen wäre. Also es ist eine Farbe, die beruhigt, die mich aufregt, würde man doch, glaube ich, zugeben, wenn man phänomenologisch rangeht. Und eben dieses, wenn man zu sich kommen möchte und in die Stille gehen möchte und mal den beten oder meditieren möchte, wäre diese Farbe hilfreich, so würde ich mal sagen. Während Gelb eben Aufleuchten von Licht in der malerischen Darstellung ist. Also würden Sie sagen, dass die Farbe Violett oder Lila
hilfreich ist bei der Kontemplation? Ja, würde ich sagen. Dazu kommt jetzt meine eigene Erfahrung, dass sie ja unentschieden ist. Ja? Die kann immer ein bisschen mehr rot oder ein bisschen mehr blau sein. Mhm. Es gibt keine wirkliche Festlegung davon. Es spielt dahin und dorthin und das macht sie auch lebendig. Es ist nicht so eine statische Farbe. Sie bringt einen in Bewegung, wenn man sich ihr aussetzt. So würde ich aus Erfahrung sagen. Sie hat mir auch nach meiner... Ja, ob Sie das gehört haben mit dem Heiligen Geist. Gefragt. Also in der lutherischen Kirche ist ja lila unsere Kirchenfarbe. Also alle Schilder, wo Sie am Ortseingang eine lutherische Kirche angekündigt finden. Und gelb ist katholisch. Ne? Gelb ist katholisch, blau ist reformiert, grün ist reformiert und rot ist reformiert. Lutherisch ist, eins ist reformiert und eins ist uniert und jedenfalls lutherisch ist violett. Und im lutherischen Kirchenjahr ist violett wird immer als Parament an den Altar gehängt und als und an die Kanzel in Zeiten der Buße, also der Advent und die Fastenzeit sind die Zeiten, die lila als die Farbe haben. Genau, die Priester auch, ja. Wo die Priester Zeiten, wo man in sich geht, wo man der Tradition nach fastet, wo man eben nicht einfach jeden Genuss beliebig zu sich nimmt, sondern ganz beschränkt lebt und sich vorbereitet auf etwas, was kommt. Also das hat ja durchaus Resonanz mit den anderen Aspekten, die jetzt schon genannt wurden, aber gleichzeitig eben nochmal eine besondere Bedeutung in meiner kirchlichen Tradition. Ach schön, ja. Vielen Dank für die Frage, möchte ich mal nebenbei sagen. Das verbindet auch so schön. Gut, da war noch... Ich hatte nur noch meine Verständnisfrage als Rückfrage. Also ist die Überschrift war sozusagen Ich-Entwicklung? Ja. Wenn ich Sie am Ende jetzt richtig verstanden habe, würden Sie sagen, dass sozusagen das Telos, das letzte Ziel davon ist, dass ich mit meinem Ich überhaupt nicht mehr bei mir bin, sondern eigentlich sozusagen zur Verfügung stehe für andere. Ist das sozusagen so die Richtung, die Sie gesagt haben? Oh ja, das ist ja gut, dass Sie das nochmal fragen. Also mit der Säule, die sozusagen, also dieses Bereitsein für Aufgaben, wenn ich eben erlöst bin, dann bin ich bereit für Aufgaben woanders, die Erde zu verwandeln und so weiter. Also dass das so sozusagen am Ende von mir steht. Und das wäre jetzt meine Frage, ist das die Auflösung des Ich in so einem Gemeinwesen? So klingt das natürlich, ja, genau. Das ist nicht gemeint, sondern es ist gemeint, dass das Ich Gefäß wird, eigentlich für Christus, der diese Gebärde ermöglicht. Aber jetzt kann man es selber ergreifen. Man muss es nicht nur hinnehmen als eine, was heißt nur, ist schon ganz viel, wenn man es ist mir klar. Aber man darf selber mit daran wirken, dass man ganz, ich sage es jetzt mal fromm, ja, dass man ganz und gar von Kopf bis Fuß mit der Christuskraft erfüllt sein kann. Ohne, wie geht es mir eigentlich und schade, dass mir immer noch das und das wehtut oder so, sondern was dann Paulus meint mit nicht ich, sondern Christus in mir. Das ist eigentlich der letzte Ich-Begriff. Aber diese Stufe, die ich geschildert habe als zukünftige, die führt da natürlich hin. Denn die Ortsangabe heißt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen, und das ist der Ich-Name, versammelt sind. Und das heißt, sich vollkommen für den anderen öffnen zu können und für ihn und die Aufgabe da zu sein, verbindet mit diesem Wesen natürlich, mit Christus. Gut, wir hatten noch eine weitere Wortmeldung und dann denke ich, sollten wir auch. Ja, vielen Dank nochmal für Ihren Vortrag. War sehr schön. Ich wollte nur noch ein paar Ergänzungen machen, was mir nochmal zu der Höhle, zu der Erde, zu dieser Geistigkeit der Erde nochmal mir noch irgendwie eingefallen ist. Es gab ja jetzt hier die Mantegna Bellini-Ausstellung
Und da gibt es eine Szene, das ist die Vorhölle, wo Christus in die Erde geht. Und das ist ja auch, das ist auch eine seltene Form, dass es also bildlich dargestellt wurde. Und was mir noch dazu zweitens einfällt, ist, ich kenne auch einen Meister in Indien, die machen auch die Tradition, dass sie in die Erde gehen für 3 Monate und meditieren in der Erde und kommen wieder anders hervor und verkünden ihre Botschaften. Was natürlich auch die Erde dann betrifft. Ja, ja, meine ich ja. Ich wollte nur das ergänzen nochmal. Ja, schön. Also und drittens, was mir auch dazu eingefallen ist, auch diese, was Sie selbst beschrieben haben von Patmos und Ephesus, da ist mir auch wieder eingefallen, also ich beschäftige mich mit der Höhlenmalerei. Und in der Höhlenmalerei, das ist ja eigentlich sogar unsere Urreligion. Und das fand ich auch sehr spannend. Da gibt es eine Szene, wo der Priester, also wo ein Tier geschlachtet wird. Aber in dem Moment, wo das Tier getötet wird, geht in das andere Welt hinein, in eine neue Welt. Also das ist eine sehr seltene Darstellung. Also wo es so eine Art der Reinkarnation stattfindet, wo das Tier wieder aufersteht. Das ist mir so ein bisschen eingefallen jetzt in dieser Geschichte, wo die eine Verkündung darstellt, aber in der Höhlenmalerei auch dargestellt wird in einer bildlichen Form einer priesterlichen, wo man sagen, einer neuen Art der, ja, ich möchte mal sagen, eine Urreligion dieser Zeit. Ja, vielen Dank für die Ergänzung und die Anregung. Wollen Sie es noch sagen? Ich habe nur noch mal eine Frage zu dem Kommentar. Welche Höhlenmalereien meinen Sie da? Sind das die Höhlen von Lascaux? Oder? Nee, ja, es ist nicht in Lascaux. Ja, es ist in Lascaux. Es geht ja auch um Tier und der Mensch. Und da wird er auch dann. Ja, es gibt sehr viele Höhlen. Es gibt sehr viele Höhlen. In Pyrenäen gibt es Höhlen. Da gibt es auch da oben in Mittelfrankreich gibt es Höhlen. Der Kollege, der hat es irgendwo in der Nicht-Pyrenäen woanders das mal gezeigt, dargestellt. Also diese Szene gibt es. Wenn Sie irgendwie die Möglichkeit hätten, das nochmal. Einfach ein Hinweis, wo man das findet, uns zugänglich zu machen. Ja, gerne. Wenn es den Moodle stellen, ja, gerne. Denke, so ein Hinweis hilft natürlich mehr, wenn die Gruppe nochmal Gelegenheit hat, das auch nachzusehen und das Bild sich anzusehen. Es gibt aber auch eine Darstellung in der Lascaux-Höhle. Also wenn du da reinschaust, gibt es auch so eine Darstellung. Aber diese Darstellung, dass das Tier, also es ging um das Bild, das Tier geht wirklich in ein neues Leben und es steht wieder auf. Das ist eine sehr seltene Darstellung. Aber kann ich ja nochmal nachdenken. Gut, dann ganz herzlichen Dank für ja, ich danke Ihnen auch sehr. Und Ihre Bereitschaft, mit uns auch das Gespräch zu führen und die Dinge. Sehr gerne. Und dann alles Gute. Ja.